Ja, hallo und willkommen zu meinem Video. Dieser kleine Controller hier ist neulich bei mir mit Post angekommen und es ist im Grunde ein No-Name-China-Produkt, welches ich von eBay für 700 Euro bekommen habe, Versand einberechnet. Was ungefähr die Größe meines SP Mini hat, mit zwei AAA-Batterien betrieben wird oder Akkus und ja, es ist im Grunde ein Gamepad. Das Ding nennt sich VR 3D, funktioniert auch, ja, wie gesagt, funktioniert per Bluetooth. Für iOS, PC und Android steht hier drauf. Und wenn man den Code, in der welchen sich ein Spiel befinden soll, ignoriert, stehen hier die Spezifikationen. Das ist Ding 116 mm mal 45 mm mal 13,5 mm groß ist. Also wirklich so dünn wie ein S4, ungefähr S4 Mini. Und auch ungefähr halb so breit. Das ist ein Bluetooth 3.0 Stack mindestens voraussetzt für Kompatibilität, was aber kein Thema sein soll, gerade bei Smartphones und Tablets. 2 bis 10 Meter Reichweite hat. Ein ARM 698E-S Core Prozessor verbaut hat. Und im Betrieb 8 mA, im Standby 1 mA verbraucht. Gucken wir uns das Ding nochmal an, das von der Seite an, in der Verpackung. Das kam auch so mit der Post. Ich habe es nur wieder eingepackt für Demonstrationszwecke. Und nachdem ich es mal kurz ausgepackt habe, so aus der Tüte raus, welche da drin ist. Dazu kommt noch eine kleine Beschreibung, die auf Chinesisch und Englisch ist. Und halt der Controller. So sieht er aus. Hat halt, hier sehen wir es auch nochmal, VR 3D. So Reticulum, Gamepad und Remote, weil man das Teil auch als Fernsteuerung für Präsentationen benutzen soll, können soll. Es hat vier Feuertasten, A, B, X, Y, wie bei Dreamcast und Xbox-Konsolen. Ein Start Select oder Select Start, einen Record-Knopf und einen M-Knopf hier, der soll wohl für Präsentationen sein. Ach nee, das ist der Mausknopf, stimmt. Hier ist das Schiebepad, das Thumbpad, welches sich zumindest in der horizontalen ein bisschen schwerfällig finde, bewegt. Hoch und runter geht eigentlich. Aber ansonsten zum Zocken zwischendurch ganz ausreichend sein soll, denke ich. Was ich nur ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass sich das Pad hier um seine eigene Achse drehen lässt, aber das dürfte zu vernachlässigen sein. Hier an der Seite ist nochmal ein Mausknopf, wofür der ist, weiß ich noch nicht. Hier an der Unterseite kann man einstellen, einen Schalter einstellen zwischen Game und Key entscheidet oder einstellt. Das dürfte für Tastatureingabe oder Gamepad-Funktionalität sein, wegen der Präsentationsgeschichte, PowerPoint und sowas. Und unter dieser doch gut festsitzenden Kappe sitzt das Batteriefahrwerk, das ich jetzt kurz auf Screen aufmachen werde. So, das wäre gemacht.
Jetzt werde ich auch zeigen, wie der gepairt wird. Dazu drückt man einmal für 2 Sekunden die Starttaste des Controllers, bis hier die LED leuchtet. Dann das Telefon nochmal eingeschaltet. Und in den Bluetooth-Einstellungen aktualisieren, tut man dann nach dem passenden Gerät. Hier ist es auch schon. Das wird als Tastatur erkannt, weil es ja auch für Präsentationen ist und daher vermutlich als Tastatur hauptsächlich funktioniert. Drücken wir darauf. Wird automatisch gepairt, wird als Mocute-0151 E-A30-2579 bei mir erkannt und ja, schon sind wir verbunden. Ausschalten lässt sich das Ganze wohl genauso, indem man 2 Sekunden auf die Starttaste drückt. Ich nehme einfach immer die Batterien aus, weil das die meines Android-Receivers oder dessen Fernbedienung sind. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen Gameplay von Mega Man 2 und Kirby und zeige euch, wie sich es mit dem Controller spielen lässt.
So, und das war meine Vorstellung von diesem kleinen No-Name-China-Produkt, diesem VR 3D-Controller. Hoffentlich hat es jemandem gefallen. Und wie gesagt, ich finde den Controller für das Geld keine 10 Euro und 2-3 Tage Wartezeit echt praktisch und auf keinen Fall billig verarbeitet. Kann man sein Geld drin investieren. Ist auf jeden Fall nützlich. Und wer noch keinen Controller für ein Smartphone hat und vielleicht einen sucht, kann sich den vielleicht angucken. Die Tasten fühlen sich nicht schlapp an, sind gut verarbeitet, haben einen guten Druckpunkt. Das Einzige, woran man sich gewöhnen muss, wie gesagt, ist das Schiebebett. Aber das geht auch noch. Der hält sich auch gut in Hand. Mit Batterien hat er auch ein ordentliches Gewicht. Und ja. Danke fürs Zugucken. Tschüss.